Wir kaufen also ein neues Flugzeug, 4 um genau zu sein. Und da muss man ja auch immer das Große und Ganze so ein bisschen im Blick halten, die Flotte. Und dafür haben wir bei Lufthansa Cargo unter anderem den Piers Sander, Senior Manager of Strategy and Fleet. Piers, hi. Hallo. Ja, Piers, ich habe es gesagt, das Große und Ganze muss man im Blick halten. Aber erstmal muss man so ein Flugzeug ja auch kaufen. Wo macht man das denn überhaupt? Privat kaufe ich vielleicht online, aber beim Flugzeug wird das schwierig, oder? Also grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, manchmal über Online-Plattformen zu bestellen. Es ist in China schon mal der Fall gewesen, sogar für 2 sehr große 747-Frachter. Normalerweise ist das aber nicht der normale Weg, sondern es gibt eigentlich 2 Quellen. Zum einen sind es die großen Flugzeugproduzenten, das ist natürlich Boeing und Airbus, in unserem Fall bei der 777 Boeing. Und zum anderen ist es der Gebrauchtmarkt. Und dort gibt es eben 2 Möglichkeiten im Prinzip. Es gibt die Möglichkeit, ein Flugzeug zu kaufen von einem Carrier, von einer Airline oder eben zu leasen von einem Leasegeber. Das kenne ich vom Automarkt auch. Das klingt erstmal logisch, aber wie gehe ich dann davor? Rufe ich da einfach an und sage, okay, wir hätten ganz gerne eins oder wie läuft das ab? Ja, da gibt es eigentlich 2 Wege. Zum einen kann es genau so laufen. Also es ist schon so, dass wir auch den Markt zusammen mit unserem Flugzeugeinkauf, unserem Konzernflugzeugeinkauf, eine eigene Abteilung, die das für den gesamten Lufthansa-Konzern betreibt, wird der Markt schon durchforstet und es wird eben geschaut, ob es potenzielle Kandidaten gibt, die solche Flugzeuge anbieten, in unserem Fall die 777 eben, den Frachter. Und dann wird auch mal angerufen und gefragt, wollt ihr nicht vielleicht verkaufen? Und zum anderen ist es aber schon so, dass natürlich in der Regel ein Leasegeber auf uns zukommt und eben sagt, habt ihr nicht Interesse, ihr habt doch dieses Muster und in einem Jahr beispielsweise kommt ein Flugzeug aus einer anderen Airline raus und wird uns dann angeboten. Jetzt haben wir uns das mal so überlegt. Es gibt so diese Runde, in der fällt so eine Entscheidung und dann gibt es am Ende das finale Flugzeug. Wie lange dauert das denn jetzt von links nach rechts, von der Entscheidung bis zum fertigen Flugzeug? Ja, also vor der Entscheidung liegt ja erstmal die Bedarfsanalyse. Wir müssen ja doch relativ aufwendig zusammen mit dem Netz, zusammen mit dem Vertrieb erstmal ermitteln, wie viel brauchen wir eigentlich, wie viel Frachter. Dann müssen wir auch ermitteln, welcher ist denn der richtige Typ, um dann auf dem Markt aktiv zu werden. Und wenn wir das Ganze betrachten, diesen gesamten Prozess, dann dauert es schon, sagen wir mal, mindestens ein halbes Jahr. Interessant ist, dass die Fertigung, also die Final Assembly, die sogenannte, das heißt, wenn alle Zulieferer ihre Teile gebaut haben und an den Standort Seattle verschifft haben, dann dauert es nur noch 15 Wochen. Das finde ich eigentlich gar nicht so lange für so ein riesiges Flugzeug, wenn man sich das überlegt. Das ist ganz schön schnell sogar. Wenn man die Flotte dann im Ganzen im Blick haben muss, dann kommen einige Faktoren zusammen. Gerade schon angesprochen, da gibt es verschiedene Bereiche. Einen hast du mit Netz angesprochen. Wie schafft man das dann, so ein bisschen den Überblick zu halten? Am Ende zählt es ja natürlich, die passende Kapazität anzubieten, also in unserem Fall Frachterkapazität, um dem Markt gerecht zu werden, also den Kunden sozusagen das Angebot zu liefern. Und das geht natürlich nur zusammen. Man hat sehr viele Schnittstellen. Als Flottenmanager kann man nicht alleine sich hinsetzen und mit dem Bleistift ermitteln, wie viel Flieger man braucht. Deswegen mit allen zusammen. Und der Vertrieb ist da natürlich ganz, ganz wichtig. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss ja das, was der Vertrieb am Ende des Tages glaubt zu vermarkten oder weiß, vermarkten zu können, muss dann noch vom Netz beurteilt werden, wie kann ich das in ein konkretes Netz umwandeln. Und dann kann ich ja erst ermitteln, sozusagen, welcher der richtige Frachtertyp für uns ist. Ich bin ja neu, Netz heißt für mich Streckennetz dann, also wo, auf welchen Routen fliegen wir? Genau, richtig. Also wo fliegen wir hin, zu welchen Orten, beispielsweise Frankfurt-Shanghai und wie oft? Also letztendlich sind es die Zielorte und die Anzahl der Frequenzen. Piers Sander, vielen lieben Dank. Bitteschön.